Sind Träume Illusionen? Ist da zu viel Fantasie? Sind Träume realitätsferne Visionen? Sind Träume für diese rationale Welt zu viel? Sind Träume denn jetzt so unglaubwürdig wie Horoskope? Sind sie nötig oder geht's auch ohne? Ja, wer glaubt denn noch an Träume? Wer träumt noch vor dem Schlafen? Wer will seine Träume denn noch ausleben? Wer lässt sich seine Träume vom Schicksal nicht einfach wegblasen? Ja, wer geht noch die verträumten Wege? Ich schaue auf den Planeten, sehe Wasser und da Land. Ich sehe Menschen, aber Träume habe ich noch nicht erkannt. So viele dieser Menschen sitzen im alten Wohnheim, schauen, wie sich der Uhrzeiger bewegt und warten darauf, dass ihre letzte Stunde schlägt. Die anderen meditieren, suchen ihre Mitte, haben Angst davor, sich selbst zu verlieren. Dabei haben sie ihre Mitte längst gefunden, nur noch nicht begriffen, dass das Leben ein Kreisverkehr ist und sie verpassen wertvolle Runden, während sie anderen beim Leben zugucken. Die wieder anderen balancieren auf der Work-Life-Balance, trinken grüne Smoothies, essen Avocado-Toast und meinen, das Leben zu nennen. Und nur ganz wenige, bei weitem nicht genug, sind ein. Nämlich, das Leben ist ein Schnellzug, vermutlich der einzige, der pünktlich kommt. Bei manchen schlägt sogar zu früh der Gong. Doch egal, ob früher oder später, ankommen tun wir alle einmal. Nur oft haben wir kurz vor der Endstation noch viel zu viel Gepäck. Wir haben ungelebte Träume in den Koffern angeschleppt. Wir selbst haben sie nie gelebt. Nun nimmt sie uns niemand mehr weg. In den vorderen Waggons haben wir sie immer fleißig zugedeckt. Und jetzt ist da kein Versteck. Wir verplempern so viel Zeit mit Dingen, die wir nicht tun wollen. Wir hören auf das, was uns andere sagen, machen immer brav und ordentlich, was wir tun sollen, doch ignorieren unser Herz und dessen Sprache. Ich sehe so viele unnütze Dinge, eine Welt voller Plunder, voller zugestellter Räume, doch unter all dem Blödsinn ist so wenig darunter. Zum Beispiel die Träume. Wo sind sie nur? Sie sind doch so schön. Haben wir denn keine mehr? Alle schütteln ihre Köpfe. Wobei, nein. Da ist dieses kleine Mädchen mit einem süßen Lächeln und es sagt, ich habe einen Traum. Wenn ich mal groß bin, werde ich Schauspielerin in L.A. Und dann ist da ein kleiner Junge und er meint, ich habe einen Traum. Wenn ich mal groß bin, werde ich ein Haus bauen, gemeinsam mit meiner Traumfrau. Und dann ist da noch ein weiteres Mädchen und es sagt, ich habe einen Traum. Ich träume davon, dass ein Blitz in alle bösen Menschen einschlägt und ich in meiner Heimat wieder in Frieden lebe. Und dann ist da noch ein Junge und er meint, ich habe auch einen Traum. In meinem Traum fliegt meine Oma wieder vom Himmel runter, wie ein schlecht gebautes Flugzeug aus Papier. Und sie erzählt mir gute Nachtgeschichten. Und wenn ich schon längst schlafe, bleibt sie trotzdem bei mir sitzen. Und dann ist da noch ein Mädchen. Und es sagt, ich habe einen Traum. Ich hoffe, dass meine kleine Schwester gesund zur Welt kommt. Und wenn ich mal eine berühmte Sängerin bin, bekommt sie ihren eigenen Song. Und dann ist da dieses kleine Kind, welches meint, ich habe einen Traum. Ich träume davon, gesund zu werden. Und alle Krebstumore dieser Welt sollten sich in Luft auflösen, einfach sterben. Ein junger Mann träumt von genug Wasser für jedermann, eine junge Frau von ihrem Traumprinzen. Denn bisher konnte sie ihn noch nicht finden. Und dann ist da noch dieser Junge. Und er ruft, ich habe einen Traum. Ich träume davon, zu fliegen, aber nicht im Himmel, nein, im Weltraum. Und dann sind da meine Eltern. Sie träumen davon, das Haus auszubauen,
Mein Bruder ist jung, hat Träume ohne Ende und meine bald 80-jährige Oma will noch einmal nach Moskau. Und ich? Auch ich habe einen Traum. Ich träume davon, gehört zu werden. Ich wünsche mir, dass meine Worte die Menschen berühren. Ich wünsche mir, dass die Menschen dasselbe Lächeln auf den Lippen tragen, wie meine Oma und mein Vater, als sie mein erstes Gedicht gehört haben. Und vielleicht geht es beim Träumen gar nicht so sehr ums Wahrwerden, sondern ums Probieren. Und vielleicht müssen, und vielleicht kann man dabei zwar stolpern und fallen, jedoch nie wirklich verlieren. Und vielleicht müssen Träume nicht immer groß sein. Es kommt auch auf die kleinen Schritte an. Noch jedes Werk besteht doch aus winzig kleinen Details. Es geht weniger ums Ende als um den Anfang. Es geht darum, zu träumen und an diese Träume auch zu glauben. Es geht darum, am Ende nichts zu bereuen. Es geht darum, sich das Träumen zu trauen. Danke.